2022 betrat ein Formel-1-Manager die Bühne, der im Sturm die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer eroberte. Jacques Tractif war die beliebteste Figur des Sports. Doch plötzlich war er weg. Der sympathische Franzose ward nie mehr gesehen. Und Alpine rutschte in die Verdammnis. Mittlerweile sind die ganz am Ende des Feldes angelangt, doch von Jacques Tractif gibt es jetzt ein Lebenszeichen. Er hat an seinem Comeback gearbeitet und nun ist er wieder da. Bonjour, mesdames et messieurs, und willkommen zurück zum F1-Manager mit Ihrem Lieblings-Formel-1-Manager Jacques Tractif. Ich bin nach einer etwas längeren Auszeit als gedacht wieder zurück. Das Alpine-Team, das ich einst an die Spitze führen wollte, hat sich nun auf einen doch sehr ruppigen Pfad begeben. Und nun liegt es an mir, nicht das Alpine-Team an die Spitze zu bringen, nein! Ich werde mit einem eigenen Team durchstarten. Durch zahlreiche Investoren haben wir einen neuen Rennstall auf die Beine gestellt. GT Racing. GT, die Kurzform für Jacques Tractif, wird nun die Formel 1 Bühne betreten und ich denke, es wird glorreich sein. Wir werden ein doch recht üppiges Startbudget haben. Die Einrichtungen können sich auch durchaus sehen lassen, auch wenn es mancher Einrichtung doch einer Erneuerung bedarf. Und wir haben ein doch technisches, sehr fortgeschrittenes Know-how, wodurch die Fahrzeugleistung zunächst auch schon eine sehr gute wird, auch schon zu Beginn. Das ist zumindest das, was wir erwarten. Um bereits fest eingesattelte Piloten sowie Ingenieure abzuwerfen, bedarf es einiger Referenzen. Diese stehen bei uns als Team jedoch noch ein wenig aus. Ich habe in meiner aktiven Zeit bei Alpine zwar dem Team zu einem kurzen Moment Ruhm und Glorreichtum verholfen, nichtsdestotrotz sind viele Leute noch ein wenig skeptisch, ob ich auch dieses Team zum Erfolg führen kann. Somit mussten wir mit Liam Lawson und Mick Schumacher als Piloten Vorlieb nehmen. Mick Schumacher erhält seine zweite Chance in der Formel 1 und Liam Lawson konnte bei seinem Debüt letztes Jahr, bei dem er Daniel Ricciardo ersetzen musste, doch überzeugen in den Grand Prix, in denen er unterwegs war. Zudem haben wir ein wenig Verstärkung von Alpine mitgenommen. Julien Roos und John Howard werden unser Team verstärken. Ebenso Pat Fry von Williams und von Aston Martin haben wir Ian Greig sowie Chris Conan abgeworfen. Doch der Deal mit Mick Schumacher hat auch sein Gutes, denn dadurch erhalten wir die Mercedes Power Unit zu einem doch recht vergünstigten Preis. Und obwohl viele Teams sich mit dem Gewichtslimit doch sehr schwer tun, werde ich Ihnen nun eine sehr farbenfrohe Lackierung präsentieren. Ich bin stolz, Ihnen ein wunderschönes Automobil präsentieren zu dürfen, mit dem wir hoffentlich einige Erfolge feiern werden. Und ich denke, Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, auch unsere Overalls sehen faszinierend schön aus. Nun gilt es, dass ich hier meine Daten eintrage. Werte Damen und Herren, ich bin Ihr Teamchef Jacques Tractif. Ich bin natürlich kein Neuling, ich bin ein erfahrener Manager. Und wir werden es uns im Rennverlauf doch vielleicht ein wenig schwer machen. Und wir schauen mal später, wie es bei der Autoentwicklung läuft. Jean, kommen Sie bitte kurz her! Sophanie Michel hat uns eine Nachricht geschrieben. Hi Jacques, willkommen bei GT Racing. Es ist super, dich jetzt an Bord zu haben und wir freuen uns schon auf die Saison unter deiner Führung. Hochachtungsvoll, Sophanie Michel. Ich nehme Sie nun mit auf einen kleinen Rundgang durch unser Hauptquartier. Vieles dürfte Ihnen hier noch bekannt vorkommen aus unseren ersten Abenteuern vor 2 Jahren. Wir haben natürlich unsere Übersicht. Wir werden in 6 Tagen Sponsorenverhandlungen führen. Wir haben den Posteingang, wie eben schon erwähnt, die Nachricht von Sophanie Michel. Wir haben unseren Kalender, mit dem wir uns ein wenig orientieren können. Wir sehen, wo die nächsten Reisen hingehen werden. Und darüber hinaus sehen wir unser Fahrzeug. Ein wunderschönes Automobil. Und wir sehen auch, wo wir in Sachen Performance aktuell etwa positioniert sind. Beim Zusatzgewicht, da sind wir noch recht weit hinten, sowie auch bei der Beschleunigung. Abseits davon haben wir ein Auto, das doch relativ gut im Mittelfeld unterwegs sein dürfte. Die Autoanalyse ergibt, dass wir hier doch einige Werte noch ein wenig anpassen müssten und dass wir trotzdem knapp über dem Durchschnitt sind. Die Beschleunigung ist, wie gesagt, nicht unbedingt die beste und wir müssen, vielleicht war ich ein wenig zu euphorisch bezüglich der Lackierung,
ein wenig abspecken, aber wir werden Easy jetzt nicht mit Carbon voll bepacken. Bei der Autoteileentwicklung können wir natürlich neue Teile designen und auch für die nächste Saison erforschen. Hier haben wir die Auswahl an 6 verschiedenen Komponenten und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was unserer Beschleunigung am meisten hilft. Tatsächlich keine der Komponenten, wenn ich das so richtig sehe. Aber vielleicht hilft es, wenn wir einen doch etwas schmaleren Heckflügel bauen, der uns dann doch ein wenig bessere Performance auf den Geraden bietet. Hierfür werden wir auch einige unserer Ressourcen aufwenden, die Windkanalstunden sowie auch dann logischerweise die CFD-Stunden. Und ich würde sagen, wir können hier erstmal alles investieren. Wobei, vielleicht packen wir noch ein zweites Upgrade in die Pipeline. Insofern werden wir dann doch nicht ganz alles investieren und werden uns potenziell auch auf die Luftwiderstandsreduktion fokussieren. Oh, laut Team soll das keinen Einfluss auf die Beschleunigung haben. Ich bezweifle dies ein wenig. Aber gut, dann schauen wir mal, dass wir trotzdem mal unseren neuen Heckflügel hier parat haben. 5 Ingenieure werden sich intensivst mit dieser Entwicklung beschäftigen, die 5,4 Millionen Dollar kosten wird. Das ist natürlich schon ein wenig was und wir müssen auch so arbeiten, dass wir unter dem Budget Cap bleiben. Aber ich bin guter Dinge, dass das funktionieren sollte. Und dann werden wir uns nochmal ans Chassis dran setzen, denn ein gutes Fahrzeug bedarf auch eines guten Fundaments. Und hiermit werden wir ebenfalls Höchstgeschwindigkeit, DRS-Effektivität sowie auch unseren Abtrieb zumindest in manchen Kurven erhöhen. Und ich würde sagen, das können wir nun auch mit einer ausgewogenen Entwicklung. Wir starten ausgewogen. Wir wollen keine großen Risiken eingehen und dieser Entwurf kostet uns ganze 3 Millionen. Ich hoffe, dass unsere Piloten auf der Strecke sehr verhalten unterwegs sind, so dass wir nicht allzu viele Reparaturkosten tragen müssen. Unsere beiden Piloten dürften Ihnen mittlerweile bestens bekannt sein. Liam Lawson und Mick Schumacher mit ihren Renningenieuren John Howard und Chris Kroner. Die Bindung zwischen den jeweiligen Parteien ist noch nicht allzu stark, doch ich denke, dass sich die Beziehung zunehmend intensivieren wird und je mehr Zahnräder ineinander greifen, desto besser werden die Rennergebnisse. Auch unser Personal dürfte Ihnen bekannt sein. Unsere Boxencrew werden Sie bald auch kennenlernen. Und beim Scouting, da werden wir erstmal nicht allzu viel hinein investieren. Wir konzentrieren uns erstmal auf das bestehende Team, schaffen ein wenig Beständigkeit. Auch hier, so wie auch bei der Entwicklung, Ausgewogenheit zählt. Bei den Einrichtungen haben wir natürlich noch Ausbaupotenzial. Das ist ganz, ganz klar. Nichtsdestotrotz haben wir, abgesehen von einem Trophäenraum, den wir hoffentlich bald nachrüsten müssen, doch einige Investitionen bereits getätigt. Die Zufriedenheit in mich ist Stand jetzt noch nicht die höchste, aber ich konnte ja noch keine Ergebnisse erzielen, denn wir sind noch vor dem ersten Rennwochenende. Und bei den Finanzen, da sehen wir, dass wir hier jetzt nach neuen Entwicklungen nur noch etwa 21,6 Millionen Dollar auf dem Konto haben. Ich persönlich wäre zufrieden mit so einem Kontostand, aber natürlich bin ich kein Formel-1-Team. Das angebotene Budget der Sponsoren teilt sich auf verschiedene Aspekte. Geld, das man vorab erhält, Geld, welches zum Renntag fällig wird, sowie das Budget, das man durch Engagement erhält. Wir könnten nun einen Energy Drink Hersteller an Bord holen, doch der hat auch einen sehr hohen Anspruch, was das Ergebnis der Piloten angeht. Da ich diesbezüglich noch nicht allzu sicher bin und wir ja erstmal ein wenig gemäßigt, ausgewogen starten wollen, würde ich mich für eine der beiden Alternativen entscheiden. Wenn wir uns nun für Abaos entscheiden, dann haben wir durchaus die Möglichkeit, vorab einen großen Zuschuss zu erhalten. Und wir müssen nicht allzu viel Engagement leisten, um den Sponsorengeldern nachzukommen. Dementsprechend entscheide ich mich hier für Abaos. Und als Alternative
können wir, oder als Ergänzung, können wir uns nun weitere Sponsoren hier aussuchen und das ist einiges. Wir können zum Beispiel durch Arcor hier nochmal 3,8 Millionen zusätzliche Zuschüsse direkt zum Start erhalten, am Renntag 9,5 Millionen extra erhalten durch Serpent. Darüber hinaus nehmen wir vielleicht noch, na? Ich möchte nicht zu viel durch das Engagement einnehmen, nur dass sie es wissen. Denn höheres Engagement heißt auch höhere Ablenkung unserer Personalien. Wir nehmen trotzdem nochmal Bad Turtle hier mit rein. Und darüber hinaus können wir, glaube ich, auch nochmal auf Raka Energy Drinks setzen. Ja, wir haben verschiedenste Anbieter. Den letzten Slot, den nutzen wir ebenfalls. Was soll der Geiz? Und ich hoffe, dass Ihnen der Einblick gefallen hat. Hier in meine doch sehr, sehr harten Verhandlungsqualitäten. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hier sehen, dann lassen Sie doch gerne ein Abonnement da, um den F1 Manager zu unterstützen. Nun gilt es auch, einen Sponsorenplan zu erstellen, damit man das Budget, das man über das Engagement erhalten kann, auch tatsächlich erhält. Hierzu haben wir verschiedene Aktivitäten, die verschiedene Attraktivitäten bedienen. Und wir können zum Beispiel ein Trainingsevent anstreben, durch das wir 200.000 Dollar erhalten würden. Ein Trainingsevent mit Mick Schumacher erhöht das Gesamtbudget schon auf über 300.000 Dollar. Und mit einer Fabriktour wären wir dann schon tatsächlich bei 1,3 Millionen. Da können wir vielleicht sogar das Trainingsevent von Mick Schumacher streichen, tatsächlich. Und nichtsdestotrotz haben wir das volle Engagementbudget ausgeschöpft. So, werte Damen und Herren, macht man Geschäfte. Und Julien Roos hat noch einige Daten aufgearbeitet. Wir haben eine 75%ige Chance auf ein Safety Car. Normalerweise verliert man 22 Sekunden an der Box, mit einer Safety Car Phase nur 16 Sekunden. Es soll wohl sehr heiß werden. Wir werden demnach auf den Reifenabrieb achten müssen. Es wird klarer Himmel über Bahrain sein. Und wir werden hoffentlich erste Punkt erzielen. Wie hoch hängen wir nun unsere eigene Messlatte und wie hoch ist die Belohnung? Ich würde sagen, auch hier gehen wir erstmal sachte ran. P13 für Liam Lawson, P14 für Mick Schumacher und ich wäre ein sehr zufriedener Formel 1 Manager. Nun geht es zu den ersten Trainingssitzungen am Donnerstag und ich würde sagen, wir schauen mal, wie wir uns hier schlagen. Einige Vorkenntnisse bezüglich Setup, Arbeit etc. Habe ich durchaus noch. Wir schicken beide Piloten mal auf einem ganz gewöhnlichen Long Run los und schauen mal, wie sie sich schlagen. Werte Damen und Herren, die ersten Runden von Mick Schumacher und Liam Lawson stehen an und damit die ersten Rennen. Die ersten Runden. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin aufgeregt. Das ist auch für mich ein großer Moment. Die ersten Runden. Für unser Team. Oh, welch ein Anblick. Es ist wahrlich phänomenal, diese Autos hier zu sehen. Unglaublich. Liam Lawson ist auf der Strecke und Mick Schumacher folgt ihm auf dem Fuß. Und wir haben auch eine neue Ansicht, um die Fahrzeuge ein wenig besser im Überblick zu haben. Ist die Helikopterkamera nicht wahrlich schön? Auch wenn das erste Feedback von Liam Lawson kein positives ist, so ist dies kein Beinbruch. Wir werden natürlich das Auto zunehmend kennenlernen, wir werden aber auch die Setup-Einstellung zunehmend kennenlernen und nach werden wir uns an das Optimum herantasten. Mick Schumacher ist mit dem Setup wahrscheinlich auch noch nicht allzu zufrieden, wartet allerdings noch ein wenig länger mit seinem Feedback. In der Zwischenzeit werden wir Liam Lawson zurück an die Box beordern und werden ein wenig an seinem Setup arbeiten. Mick Schumacher ist auch noch nicht wirklich zufrieden, insofern schauen wir mal, was es hier zu regeln gibt. Wir brauchen definitiv mehr Topspeed. Wir reduzieren damit die Heckflügeleinstellungen. Wir packen ein bisschen mehr Frontflügel dran
Und die Kurvengeschwindigkeiten sahen ganz okay aus, die Bremsstabilität eher weniger. Hinsichtlich der Traktion müssen wir allerdings auch noch ein wenig hier dran arbeiten. Insofern passen wir hier den Stabi noch ein wenig an und mal schauen, ob wir auch ein bisschen was über die Nachspur erhalten. Das könnte doch funktionieren. Dementsprechend haben wir ein neues Setup bei Liam Lawson. Wir werden ihn auch natürlich auf frischen Reifen losschicken. Und bei Mick Schumacher, da werden wir ebenfalls auf nochmal weniger Flügel gehen und ähnliche Anpassungen bei ihm treffen, die wir auch bei Liam Lawson hatten. Schauen wir mal ganz kurz, wie das Setup bei Mick jetzt hier so ausschaut. Ich denke mal, das könnte doch ein ziemlich gutes Setup werden. Wir nehmen natürlich hier direkt die frischen Reifen mit und wir fahren auf Medium-Reifen weiter. Auf geht's! Zum ersten Mal sind die Piloten nun auf den Medium-Reifen unterwegs. Wir schauen mal, ob sie sich vielleicht sogar persönlich verbessern. Nö, auch das ist ja ein Long Run. Und erste Feedbacks zum Setup kommen hier auch nach und nach rein. Wir haben hier na, doch eine ganz ordentliche Streckeneingewöhnung und auch die Autoteilekenntnis erhöht sich in einem doch adäquaten Maß, sodass wir mit den bestehenden Teilen ein gutes Grundverständnis aufbauen können, was ja insbesondere bei den Ground-Effekt-Autos sehr, sehr wichtig ist. Die Setup-Zufriedenheit ist bei Mick doch ein wenig höher als bei Liam. Nichtsdestotrotz müssen wir bei beiden Fahrzeugen noch grundlegende, wesentliche Änderungen vornehmen, damit beide Piloten zufrieden ins Qualifying starten können. Ich würde sagen, wir lassen die beiden mal den Long Run beenden und springen ins zweite Training. Das erste Training entscheidet Lando Norris für sich, während Hajar Max Verstappen ersetzt hat. Zweimal in der Saison muss ja ein Rookie ein Training für einen etablierten Piloten antreten. Red Bull hat diese Option jetzt bereits gezogen und Hajar ist überraschenderweise schon vor Sergio Perez. Wir sind auf 18 und 19, aber wir haben uns erstmal auf die Longruns konzentriert. Die beiden Setups sind noch nicht allzu ausgefeilt, aber das ist noch lange kein Grund zur Besorgnis, denn nun wissen wir, wo genau es denn hier krankt, wo genau der Schuh drückt. Und damit ist es, denke ich mal, kein allzu großes Problem, das Setup dann doch ein wenig zu optimieren. Lawson begibt sich nun auf seinen nächsten Long Run. Und ich überlege gerade, ob wir nicht eventuell noch einen zweiten Medium-Reifen fürs Rennen uns aufbewahren. Ich glaube, es wäre doch recht klug, sich hier dann einen weiteren Medium zu bewahren fürs Rennen. Und bei Mick, da ist das Feedback nicht ganz so eindeutig wie bei Liam. Dementsprechend müssen wir mal schauen, ob wir das so geregelt kriegen. Ich hoffe schon. Aber auch hier, wir befinden uns zwar an der Grenze des Machbaren, aber hoffentlich auch auf einem ganz, ganz guten Pfad. Auch Mick Schumacher wird jetzt einen Long Run fahren mit den Softreifen. 31 Runden werden die mit Sicherheit nicht überleben, es sei denn, wir gehen wirklich sehr sachte mit den Reifen um. Aber ich gehe davon aus, dass das vermutlich doch ganz gut ausschauen dürfte. Oh, eine wunderschöne Garage, ein wunderschönes Auto und ein zweites nochmal hinzu. Hoffen wir, dass das zweite Training nun ein wenig besser wird. Das neue Setup bei Liam Lawson ist gut. Eine ordentliche Grundlage, auf der wir nun bauen können. Jetzt hoffe ich nur noch, dass wir tatsächlich auch das letzte Quäntchen Performance hier rausbekommen. Und ich denke mal, dass das ganz gut machbar sein sollte mit der einen oder anderen Anpassung. Und ich denke, dass wir hiermit schon mal auf einem ganz guten Weg sein dürften. Vielleicht muss ich da noch ein wenig mit dem Frontflügel herumspielen. Aber so im Groben könnte das dann doch ganz gut aussehen, wobei die Traktion vielleicht nicht optimal ist. Ja, mal schauen, bekommen wir das hier geregelt? Ich denke schon. Ich glaube, dass wir hier auf dem besten Wege sind, ein 90-Plus-Setup anzustreben. Und bei Mick, da müssen wir noch ein bisschen weniger Heckflügel hier reinpacken, ein bisschen noch hier auf die Kurvengeschwindigkeit achten. Und ansonsten schaut auch das ganz gut aus. Frische Softs, auch für Mick. Und damit geht es rein in einen letzten Stint hier im zweiten Training. Leider haben wir das Setup nicht unbedingt zum Guten verändert und dementsprechend werden wir nochmal ein paar Anpassungen in die andere Richtung tätigen müssen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir doch jetzt auf dem richtigen Pfad sind. Thomas Edison meinte einst, dass er bei der Glühbirne nicht gescheitert sei, als er 100 Fehlversuche hingelegt hat, eine zu
designen, denn wirst du jetzt 100 Wege, wie man keine Glühbirne designt. Aber ein einziger Versuch hätte ihm gereicht, dass er eine vernünftige Glühbirne hinbekommt. Und eben nach diesem Motto müssen wir auch an unsere Setup-Arbeit herantreten und werden dieses Setup nun nach und nach verbessern, von einem guten zu einem hoffentlich sehr, sehr guten Setup. Denn wir wissen, wohin wir uns nicht verbessern, und dementsprechend können wir vermutlich ableiten, wo wir uns dann doch eher verbessern würden. Ich glaube, auch hier nehmen wir noch einmal einen Softreifensatz mit und auch hier machen wir einen Longrun, ehe wir vielleicht noch mal ein paar Quali-Runs versuchen. Legen wir los, schicken wir beide Piloten raus und hoffen auf ein gutes Training. Und George Russell wollte da wohl ein wenig zu viel. Oh. Kommt aber auch schnell wieder auf die Strecke zurück. Beide Fahrer kommen nochmal an die Box. Und wir schauen mal ganz kurz. Liam Lawson. Ja, da müssen wir noch ein bisschen an der Traktion schrauben. Aber abgesehen davon haben wir zwei optimale Einstellungen entdeckt. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch reproduzieren. Unter dem Aspekt, dass wir auch die Traktion noch ein wenig anpassen. Ich denke, das wäre auch jetzt eine Sache des Machbaren durchaus. Das sieht ganz gut aus. Wir haben sogar drei optimale Aspekte. Ein 94% Setup. Das kann sich definitiv blicken lassen. Und wir nehmen nochmal frische Softs mit. Aber wir werden einen etwas schnelleren Run machen. 23 Runden soll in den Tank gefüllt werden. Bei Mick haben wir die Traktion optimal hinbekommen. Alle anderen Faktoren sind hier nicht ganz perfekt gelungen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir hier zur Perfektion? Stand jetzt haben wir ein 93%iges Setup. Wir werden das nochmal geringfügig anpassen und ich hoffe, dass wir irgendwie hier nochmal in Richtung optimales Setup kommen. Auch hier wieder frische Softs, 23 Runden und dann schauen wir mal, wie es bei Mick Schumacher am Ende dann genau ausschaut. Mit 5 verbleibenden Minuten im Training sehen wir, die Streckenvorbereitung ist bei beiden Fahrern optimal, sowie auch die Setup-Zufriedenheit bei Liam Lawson. Das bedeutet in Zahlen ausgedrückt, das ist ein 100% Setup bei Mick Schumacher. Da haben wir noch nicht das vollständige Feedback von dem jungen Burschen erhalten, aber werden auch dort gleich sehen, wie zufrieden er jetzt mit dem Setup ist. Wir haben zwischenzeitlich noch etwas schnellere Zeiten hingesetzt. Ein 7. und ein 8. Platz ist es nun und das könnte ich mir auch fürs Rennen vorstellen. Das wäre auf jeden Fall zu meiner Zufriedenheit. Schauen wir mal, wie das Ganze hier dann erstmal dann im Qualifying gleich läuft, denn man sollte den Tag nicht vom Abend loben. Jetzt hat sich ja auch schon Fernando Alonso zwischen unsere beiden Piloten geschoben. Und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, ich bin ein bisschen ungeduldig, entschuldigt bitte. Wie schaut das Setup bei Mick Schumacher aus? Es ist ein 92% Setup. Eine doch sehr ordentliche Fahrervorbereitung bei beiden Piloten, die zu gesteigertem Vertrauen und dementsprechend auch zu gesteigerten Fähigkeiten führen dürfte. Und damit hoffe ich, dass wir ein gutes Qualifying hier gleich sehen. Max Verstappen dominiert das letzte Training vor Sergio Perez, Oscar Piastri dann vor Sainz, Norris und Leclerc. Schauen wir mal ganz kurz, wo die Mercedes sind. Die sind auf 12 und 15. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das die wahre Performance der beiden ist. Aber mich würde es jetzt auch nicht unbedingt ärgern, wenn die hinter uns sind. Die etwas bessere Fahrervorbereitung hatte dann doch Liam Lawson. Und damit würde ich sagen, steigen wir ein ins Qualifying. Die Fahrervorbereitung ist immens wichtig, damit der Fahrer auch das Vertrauen ins Auto hat. In diesem Fall sehen wir, dass das Vertrauen beider Piloten durchaus gegeben ist. Wir können bei Mick nochmal auf ein Setup mit 93% zurückgreifen. Das von Liam Lawson scheint jedoch perfekt zu sein. Geringfügige Anpassungen hätten bei Mick vielleicht auch geholfen, dass er auf ein 100% Setup kommt. So schauen wir aber erstmal, wie das Qualifying läuft. Ich hoffe, dass wir beide Autos aus dem Q1 rausbekommen. Das wäre schon mal ein erster, sehr, sehr erfolgreicher Schritt. Auf geht's. Liam Lawson begibt sich auf seine erste Quali-Runde. Und erstmal gibt es das Aufwärmprogramm. Und gleich gibt's die Runde. Und Liam Lawson und Mick Schumacher, beide sind sie jetzt auf der schnellen Runde unterwegs. Ich werde hier einen Teufel tun, die Kontrolle zu übernehmen. Mick Schumacher
kann in beiden Fällen die Zeit von Liam Lawson ein wenig toppen. Beide hatten sie keinen Verkehr vor der Nase und das sind gute Zeiten, eine 1.31.5 und eine 1.31.0. Als dritter Pilot wird vermutlich hier Kevin Magnussen über die Linie fahren. Und der fährt eine 1.31.7. Da sind wir schon mal vor Haas, die dieses Jahr auch besser performen dürften als noch in der letzten Saison. Sicherheitshalber haben wir bei beiden Fahrzeugen nochmal frische Reifen aufgezogen, aber Stand jetzt müssen wir uns auch keine allzu großen Sorgen machen. Mick Schumacher ist ziemlich safe im nächsten Qualifying. Bei Liam, da müssen wir vielleicht nochmal ran. Und Mercedes strauchelt auch ein wenig im Qualifying. Lewis Hamilton zwar auf der 7, aber George Russell ist gerade nur auf Platz 15, was nicht allzu stark ist, wenn man bedenkt, wo Mercedes zumindest letzte Saison war. Magnussen hat ein paar Balanceprobleme und Liam Lawson, den habe ich vielleicht ein wenig zu spät für eine letzte Runde rausgeschickt. Jawohl, der muss jetzt an die Box und jetzt müssen wir hoffen. Liam Lawson kommt durch. Boah, aber denkbar knapp. Um Himmels Willen, wir sind auf Platz 12 und Platz 15 nochmal hier, auf Platz 13 und 16, entschuldigt bitte, im nächsten Qualifying. Ja, in Q2 wäre Stand jetzt mit diesen Zeiten Schluss. Vielleicht hat die Strecke aber zum Ende hin noch ein wenig Performance dazu gewonnen und vielleicht können wir ja tatsächlich nochmal den Sprung ins nächste Qualifying schaffen. Wir werden erstmal einen Run auf gebrauchten Softs machen, denn auch einen frischen Soft zu haben, wäre gar nicht mal so doof, gerade bei 75%iger Safety-Car-Wahrscheinlichkeit. Und ich würde sagen, wir schicken beide Piloten raus und schauen mal. Liam Lawson und Mick Schumacher, wie performen sie jetzt in Q2? Schauen wir einfach mal, wie die Zeiten hier ausschauen bei beiden Piloten. Mick Schumacher erneut beide Male schneller als Liam Lawson und er schafft es tatsächlich in den 30er-Zeitenbereich, während Liam Lawson hier immer noch bei den 31er Zeiten ist, jedoch ein wenig die Lücke zu Mick Schumacher schließen konnte. Und jetzt schauen wir mal, ob das im Laufe des Qualifyings noch besser wird. Hoffentlich für beide Piloten. Stand jetzt sind wir mit beiden Autos noch in Q3, aber wir müssen jetzt auch nochmal beide losschicken und das werde ich auch tun. Dieser Reifensatz ist es mir nicht wert, dass wir im Zweifel sogar ausscheiden würden. Liam Lawson ist jetzt sogar Stand jetzt raus. Mick Schumacher gerade so noch in den Top 10. Die Zeit von Lawson verbessert ihn nicht in die Top 10, aber Mick Schumacher schafft den Einzug ins dritte Qualifying. Und obwohl Liam Lawson mit mehr Vorschusslorbeeren in die Saison gestartet ist als Mick Schumacher, ist Stand jetzt der Sohn des siebenfachen Weltmeisters als einziger Pilot in unserem Team im Q3, trotz schwächeren Setups. Das ist definitiv die Überraschung der Saison bisher für mich. Gut, die ist auch noch recht jung. Aber jetzt schauen wir mal, wie sieht's aus bei Mick Schumacher? Ein frischer Reifensatz sollte für Q3 extra ja freigegeben sein. Und wir gucken mal, wohin kommt Mick Schumacher? Eine 1.30.8 konnte er sich soeben erkämpfen. Kann er jetzt nochmal eine gute Runde fahren? Er hat da nochmal ein bisschen Verkehr vor der Nase. Vielleicht hat er auch ein bisschen Windschatten. Eine 1.32.0. Oh, das ist doch eine Katastrophe. Leute, geht dem armen Jungen doch mal aus dem Weg. Was soll das? Wir werden den letzten frischen Softsatz auch hier verwenden. Ich denke, das ergibt Sinn. Mick Schumacher kann hier doch nochmal einiges sehr Schönes hinbekommen. Und wir schicken ihn nicht ganz am Ende raus, sondern mit einem kleinen Puffer. Denn jetzt wird er wahrscheinlich von niemandem aufgehalten werden. Schumacher rutscht auf die 10 ab, aber kann er sich nochmal zurückkämpfen? Er ist vor Hamilton und Hamilton schafft es nicht zurück vorbei an Mick Schumacher. Das ist Platz 9. Um Himmels Willen! Ja! Lewis Hamilton kann weder seine Zeit aus Q2 noch die aus Q1 reproduzieren und das ist P9 für Mick Schumacher. Um Himmels Willen! Wahnsinn! Und damit beenden wir die erste Ausgabe des diesjährigen F1 Managers. Ich hoffe, die Vorstellung hat Ihnen bestens gefallen. Wenn dem so ist, unterstützen Sie uns gerne mit einem Daumen, mit einem Abonnement, mit einem Kommentar, indem sie ihre Gedankenwelt zu Wort ins Internet bringen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim Bahrain Grand Prix und hoffentlich mit den ersten Punkten. Ihr Jacques Traktiv.